Jo, hi, willkommen. Mein Name ist Daniro LP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Tales of Graceseth. Ja, in der letzten Folge haben wir, welches Kapitel war das? 5 oder 6? Jedenfalls haben wir ein Kapitel abgeschlossen. Wir sind mit unserer Gruppe zum Weltenauge gereist, nur um zu erfahren, dass Richard da auch ist und uns mit seinem Schwert irgendwie abschießt. Mitten ins Gesicht. So viel. Ja, was jetzt da passiert ist, wissen wir nicht. Wir sind entkommen. Ob es so viel gut geht, ob sie tot ist oder nicht, wissen wir nicht. Aber gucken wir mal. Wir befinden uns in Zerwert. Anscheinend. Wenn man den Spielstand hier glauben kann. Und mal gucken, wie es jetzt weitergeht. Sophie! Come on, Sophie! Wake up! Her wounds are healed now. I just don't understand what's going on. Sophie! Thank goodness you're awake. I'm so glad. Asbel. Sharia. What happened? To me. Richard attacked us. You've been unconscious for a while. What happened to him? He was enveloped by some kind of strange cocoon. And we don't really know what became of him. Richard. Sophie, try to hold on. What happened to everyone? Where are you? Everything's a blur. What? Nein, nicht ins Licht gehen, Sophie. Where did you go? I can't see you. Sophie, tell us, what's wrong? We're right here, Sophie. Can you see anything? Your faces are getting blurry. I can't see. This could be an after effect from the attack. If we don't help her, she might lose her sight. No. It's no use. I can't seem to heal her with either arts or medicine. We've got to do something. What else can we try? Well, she won't get any better just lying on the ground. Let's find an inn or something. Ich glaube, Pascal weiß auch nicht weiter. Okay. So viel kann ich mehr am Kampf teilnehmen. Pascal. Weiß nicht. Malik. Okay, dann. Wie sieht es titelmäßig aus? Ja. Wir machen erstmal mit der Story weiter, weil wenn wir einen Charakter weniger haben, bringt das relativ wenig, wenn wir irgendwie, keine Ahnung, Nebenquests und so was alles machen. Wo bin ich überhaupt? Ich bin ja bei Zerwert, oder? Oder? Ja, okay. Ich dachte. Ja, keine Ahnung, der Headshot von Richard scheint wohl nicht so harmlos gewesen zu sein, was auch nicht so danach aussah, ganz ehrlich, das sah noch viel heftiger aus. Aber naja, und ich habe irgendwas hergestellt, aber konnte nicht erkennen, was. Okay, gehen wir zur Herberge, die war irgendwo oben, glaube ich. Also hier links, ne? Hm? Schon wieder eine Woche oder zwei her, seit ich gespielt habe. Aber das Spiel vergesse ich so schnell nicht, keine Sorge. So. Okay, nix. Hier. Nein, da. Im Gasthaus auch drum. Da war doch richtig, oder? Okay. How's she doing? A little better. At least she's sleeping now. Sophie. Hey, Asbel. This is gonna sound weird, but I don't think Sophie's human. At least not like us. Hey!
Don't yell at me! She's just not reacting like a normal person, you know? Human or not, she's still in pain. If you're suggesting we just abandon her... Oh, jeez, what's wrong with you? No, I'm trying to help. Genau, hör auf, Pascal anzuschreiben, ehrlich. Do you remember when I mentioned Phaedra back at the Archive of Wisdom? I remember you saying that Protos Haste came from there. And that Protos Haste stopped Lambda from destroying the Valkanis. Well, if Richard is right, and Sophie is Protos Haste, then there might be a way to help her. But we'll have to take her to Phaedra. Look, guys, if arts don't work and medicines don't work, then we're about out of options. Of course, I can't promise this'll work either. Richard could have been lying or crazy or whatever. And the records in the archive were totally old. So yeah, it might not work. But I think it's the only shot we have. Das ist Richard verrückt, ist das ja wohl eine sehr... How would we get to Phaedra? Ja. Herausgegriffen. I can't just let Sophie suffer like this. It's my turn to save her for once. So please, get me to Phaedra. I'll do whatever it takes. Okay, wo ist Phaedra? And what? The rest of us will just sit here and wait for your return? Everyone feels the same as you, Asbel. Yay, Sophie ist vielleicht tot. Alle sind glücklich. We've come this far, haven't we? Thanks, everyone. Then let's get to Phaedra and figure out how to save our friend. Right. Okay, und wie kommen wir dahin? If we're lucky, we might even learn something about what happened to Richard. What do you mean? I think Richard is connected to that Lambda guy. Wait, you do? Yeah, so we should keep our eyes open and try to learn as much as we can. But first we need to go back to the Archive of Wisdom, because I totally don't know how to get to Phaedra. Dankeschön. But once I figure that out, we'll head there toot sweet. Oh, hallöchen. Ah, there you are, Pascal. The captain said you were in trouble, so we came here right away. The Overseer has concluded her discussions with Chancellor Eigen. Fendel has pledged us their full support. Die wohl wieder für Drohungen ausgesprochen hat. The information you seek will not be found in the Archive of Wisdom. Oh mein Gott, es kann sprechen. Instead, you will need to visit our other archive, the Lost Archive. We have another archive? Of sort. Long ago, you see, we Amarcians lived in a place far from our current home. When we left, we were unable to bring all that we had acquired, and so some items were sealed away. Oh, that's cool. So where is this other archive? In a Stratton city called Sable Isole. It won't be easy to reach Sable Isole from here. Fendel and Strata aren't on good terms, and no ships sail between here and there. It is already taken care of. The Overseer has graciously arranged for Chancellor Eigen to provide a ship. It is waiting in the harbor and ready to sail upon your word. Okay, perfekt. Alles läuft nach Plan. Thank you. This will be a great help. We will watch over your friend Sophie while you are gone. There is no need for concern. Thank you, Poisson. Hang on, Sophie. So wie Pascal. We're going to make you better. Upsala. Ah! Sollte aufhören, in den Cutscenes zu quasseln. Bling. Ihr Schiff ist bereit. Sobald eure Vorbereitungen abgeschlossen sind, begeht euch bitte zum Hafen. Ich finde das so toll, wie sie sich immer so umdreht. What? 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 Nur schon schnucklig, die Kleine. So. Schatztruhe. Was? Sophie? Arg. Okay, ist eine ernste Situation, sollte ich vielleicht auch ernsthaft angehen. Was ist das Passwort hierfür? Ich habe keine Ahnung. Habe ich hier ein Passwort irgendwo mal gefunden? Warte mal, ich glaube, ich weiß. Das ist der Name des Turmes, glaube ich. Sie wird immer Sophie sein. If what Pascal says is true, then that means... Asbel, I know what you're thinking, and you don't have to feel that way. It doesn't matter what we find out. To us, Sophie will always be Sophie. Right? Huh? Whatever truths we learn will only help us understand Sophie better. Even with everything that's happened,
I'm just glad that I had a chance to get to know her. She's meant the world to us, and nothing is going to change that. You're right. All the things we've done, all the memories we share. We have to protect Sophie. It's the only option. That's more like it. That look fits you much better than when you're down. You're really sweet, Sharia. Huh? Where did that come from? Okay. Ja, natürlich, Sophie ist immer dieselbe, immer die gleiche Sophie. Egal ob Roboter, Alien, Fabelwesen oder Vogel. Sie bleibt immer Sophie. So, hier ist das, oder? Hier steht der ursprüngliche Name des Fendelturms, lautet Eisendorn. Das wusste ich nicht. Okay. Ich jetzt aber. Oh, dann gehen wir mal das Passwort ein. Das wird ja wohl das Passwort sein, oder? Das nutzen wir nochmal hier, ne? Okay. Eisendorn. Klingt wie eine Pokémon-Attacke. Stylisch, wie ich das hier eingebe, ne? Buch darauf hin, dass ihr dieses Zauber verdoppelt die Chance auf das Stehen von Objekten. Zeitbasierte Kosten. Okay. Ja, mit Stehen habe ich noch nichts am Hut. Aber für Titel braucht man die irgendwann. So, Anfragen und so, ich weiß nicht. Kommt so viel eigentlich noch Dingens? FP? Ja, die ist ja gar nicht mehr. Boah, die ist ja gar nicht mehr da. Schön. Das heißt, Training und so was alles kann man erstmal auslassen. Oder TP, FB, Anschaffungen und einen starken Knochen. So. Ich glaube, dieses Kapitel hier werden wir nur schnurstracks die Story machen. Weiß ich nicht. Ich weiß gar nicht mehr. Keine Ahnung. Bevor ich jetzt irgendeinen Spoiler raushaue oder so. Also solange wir so viel noch nicht dabei haben, wird es nichts mit Nebenquests und so. Solange sie nicht kampfbereit dabei ist. Deswegen gehen wir schnurstracks zum Hafen, zu Saplisol, zum Wissensarchiv, dann zu Fodra und dann was auch immer. Hallöchen, Sophie. Warte mal. What are you doing outside? You should be in bed. I'm sorry. She insisted on seeing you. I'm coming with you. I can't stay in bed while you fight for me. And I won't get better here. I want to be with you. I won't get in the way. I promise. So please, please let me stay. Sophie. All right. But no heroics, okay? Thanks, Asbel. This is a letter from Chancellor Eigen to the President of Strada. I believe the Chancellor wishes to mend ties between the two countries. Von Strada? If ever all countries needed to work together, that time is now. We understand. We'll make sure the letter arrives safely. The quickest way to Sable Azolay is through Ol Rey, so we should head there first. They won't be pleased to see a Fendolian ship sail into port, but I'm sure we can explain the situation. Imagine, sailing from Fendel to Strada. And this is for you, Pascal. Oh, cool! This little doodad will let us send messages back and forth. I'll contact you immediately if anything changes. All right, let's get going. Okay, wir haben einen Brief vom Kanzler. Davon Fendel. Ich wollte schon sagen, wir haben einen Brief vom Präsidenten aus Strata für den Präsidenten von Strata bekommen. Was weiß er? Kommt irgendwie komisch. Nachdenklicherweise. Feuriger Walzer. Das ist eine neue Mystic Art. Müssen wir in dem Moment am Lernen. Ja, okay. Meinetwegen. So. Minimal SK. Was für Schork. Schmeckerfluss. Und Elfenkreis. Lassen wir erstmal so. Na gut, dann. Zum Alright. Ja, Alright. So, wo springen wir mal? Cutscenes kommen normalerweise hier auf dem Meer. Ja, wollte schon sagen. Ich hätte hier irgendwas übersprungen ab. Das wäre sehr unschön. Ach mein Gott, Sophie, hol dich doch mal aus. Are you okay, Sophie? You need help? I'm fine. Thank you both.
We're on the ocean. I can't see it, but I can smell it. We rode a boat together when you were little, didn't we, Asbel? Wir sind noch viel öfter mit dem Boot mittlerweile gefahren, Sophie. Yeah, when we went to Barona. Okay. We wanted to sail around the world with everyone someday. Your dream came true, Asbel. Though I haven't recovered my memory yet. Still, I'm happy we can travel together. Sophie, you should get some sleep. I'm fine. Everything is blurry, but I see lots of blue. I wonder if I'll lose my sight completely. I'd miss seeing all my friends. I guess it's good that I can still remember you. Sharia has pretty hair, and Asbel has a kind smile. Remembering these things makes me happy, even if I won't see them anymore. So I'll be fine. Oh, Sophie. We'll find a way to heal you. I promise. Even if I'm not like you? What do you mean? Nothing. It's nothing. Aha. Hast du nicht zugehört? Fabelwesen, Alien, Roboter, Vogel, ist doch egal. Hier kommt noch eine Cutscene, ich glaube nicht. Okay, ich glaube, wir sind schon so ungefähr über die Hälfte des Spiels, haben wir schon abgeschlossen. Mehr oder weniger, da kommt ja noch was. Also ohne zu spoilern. Spiel als Tales of Grace Earth. Nur so nebenbei. Jeez, these jerks really know how to make a girl feel welcome. Considering we're the first ship from Fendel to ever dock here, it's hard to blame them. Lieutenant Aswell, Sir. Fools, stand down at once. I'm terribly sorry, Lieutenant. If we had known it was you, this never would have happened. Apologies are unnecessary. You were right to be wary of such a vessel. Now, please tell us where to find the President. He's traveling here to interview witnesses who've seen the situation at World's Eye. He's slated to stop at Sable Isoli on his way. Excellent. Then we can deliver this letter to him in person. Let's hurry to Sable Isoli before we miss him. Okay. Was? Verfechterin der Wahrheit. Und hier ist jemand. Wir suchen die Fracht des versunkenen Schiffs. Das können wir doch nicht jetzt ausgerechnet machen. Dafür ist jetzt der Zeitpunkt nicht gut. Das ist eine Nebenquest, aber... Garn der Unschuld. Das ist auch ein Mystgard. Der Zeitpunkt für Nebenquests ist jetzt gerade denkbar ungünstig in dieser Situation. Werde mir ja hoffentlich alle zustimmen. Deswegen lassen wir erstmal. So, und ne Dingens, aber ich möchte mal gucken. Anfragen. Hamburger. Sophie, du bekommst ja trotzdem noch Dinger, ne? Perle und Schuld und Feuriger Wald, sie haben schon ihre Mystik Arzt gelernt. Geil. Du bekommst trotzdem gut. Eisregen und... Oh, du hast... Okay. Ja, ich habe keine Ahnung. Ja, Widerstand. Ist mal gut. Mehr können wir, glaube ich, nicht mehr schaffen heute. Oh, da gucken wir uns noch das Gitter an und beenden meinen Part. Sable Isoli, isn't that... It's a city devoted to the research of Kreas art. Sharia, what's wrong? When we visited Sable Isoli, people were trying to keep the Rakugan from being killed. Is that right? Hmm. Interesting. Then I assume that must have been when you were all swallowed by the Rakugan. Stop it! Please, don't ever bring that up again! Excuse me, did I say something wrong? Okay, what are you not telling me? Ach, das ist nicht wichtig. So, ich möchte mal noch so ein Salz holen, wo wir halt vielleicht gar nicht brauchen. Okay, dann haben wir den Mixer aufgeladen und so. Ich möchte neue gute Vorkehrungen treffen.
Wir sind jetzt in, wie ist die Stadt nochmal? Alright, nach Subway soll. Okay, dann müssen wir gleich einen Teil als Transport nehmen. Dann, da stehst du irgendwie blöd. Dann würde ich sagen, wir beenden den Part hier und ich sehe euch dann in der nächsten Folge von Let's Play Tales of Grace Step. Ich bedanke mich herzlich fürs Zuschauen und sage Tschüss!